So, damit dann auch hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Notruf 112. Ich habe die Einstellung mal so ein bisschen angepasst, aus soundtechnisch. Ich hoffe, das passt so und ich hoffe, man hört mich dann auch etwas deutlicher. Auf jeden Fall. Ich habe die Videos zwar monetarisiert etc. Das bedeutet, ich bekomme ab 70.000 Klicks 1-2 Euro von YouTube. Da ich aber A, da nicht bin, also bei den Klicks, und B, persönlich dieser Server, oder dieser Server sei schon, der Account so gesehen, nur just for fun ist, muss ich halt einfach sagen, dass es ein, zwei Änderungen geben wird. Also mein Plan war, Notruf 112 mal so zu zeigen, als Spiel dadurch, dass es neu rausgekommen ist, zu zeigen, was kriege ich für dieses Spiel. Also im Endeffekt, ich bekomme 6 Fahrzeuge, von denen ich ja 5 Fahrzeuge für Einsätze nutzen kann und ein Fahrzeug eigentlich gar nicht brauche. Also ob das WLF hier, ob ich da nun was aufsatteln kann oder Peng, ist eigentlich Lachs, weil ich brauche es nicht. Aber Ziel und Zweck war es halt zu zeigen, was habe ich von 30 Euro oder was kriege ich da für ein Spiel. Gerade weil es ja doch sehr gehypt war und weil es halt immer hieß, naja, hey, wir wollen alles so genau machen, wie es auch wirklich ist. Dementsprechend habe ich mich dann natürlich rangesetzt und gesagt, okay, dann gucken wir doch mal, wie das Ganze läuft und bla. Achtung, Hilfeleistung. Auf jeden Fall bin ich nächste Woche Einsatz vor, für beziehungsweise diese Woche von Sonntag bis RTW 1 bis nächste Woche Freitag in der Akademie für Brand- und Katastrophenschutz zu einem Lehrgang, werde dementsprechend halt da auch keine Videos aufnehmen können, weil ich nicht meinen Rechner irgendwie mitschleppe oder so. Was ja, finde ich, auch irgendwie leicht too much wäre. Dementsprechend bitte nicht wundern, wenn dann da keine Videos kommen, weil ich halt mir gesagt habe, lohnt es sich vorzuproduzieren und ich einfach den Entschluss getroffen habe, nein, es lohnt nicht. Also lohnen würde schon, aber ehrlich gesagt, dadurch, dass das halt alles nur just for fun ist, ist halt auch die Frage mal, muss ich da jetzt unbedingt mich 3 Stunden hinsetzen, dieses Spiel hier spielen? Währenddessen reden wie so ein Wasserfall. Und so gesehen dann, ja, dieses Spiel hier aufnehmen, weil es doch eine gewisse Arbeit ist, das zu schneiden, zu rendern etc. Auch wenn ich nicht mein Intro oder sonst was groß drin habe. Aber es ist halt trotzdem immer ein gewisser Aufwand, weil man spielt das Spiel jetzt. Ich spiele es jetzt beispielsweise 10 Minuten. Oder eine Viertelstunde. Dann muss ich das Ganze verarbeiten mit einem Programm zum Rendern. Alter, wo fahren wir denn hier hin? An Arsch der Welt. Ja, du musst du da jetzt stehen bleiben. Nein. Meine Güte, KI hier. Jetzt habe ich gemeckert, dass es so weit weg ist, dann ist es hier vorne bestimmt gleich. Der Kreis ist heute aber irgendwie klein. Dann 5 kilometerweise Platz und hier nichts. Alle Kräfte, wer fährt noch mit? Noch der RTW, was? Ja. Krasser Scheiß. Die Person ist wieder im Sitz verschwunden. Aber alle Grafikdinger wurden ja gefixt. Zumindest am RTW, nicht im RTW. Haben sie sehr genau genommen. Ja. Wir starten das Ganze mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, dadurch werde ich halt nicht vorproduzieren können. Oder werde halt nicht vorproduzieren. Dementsprechend kommen mal in der Zeit keine Videos. Ich werde gucken, ob ich vielleicht 1-2 Videos mache. Jetzt am Wochenende oder so. So, dass ich sagen kann, ich habe ein bisschen was. Allerdings werden die dann halt nicht wirklich lang, nicht umfangreich oder sonst was. Ich habe ja schon gesagt, was auch mein Ziel ist. Also mein Ziel ist jetzt nicht groß damit Geld zu bekommen oder so. Auch wenn ich die Videos monetarisiert habe. Aber da braucht man halt einfach eine gewisse Klickzahl. Ich glaube 70.000 Klicks pro Monat, damit man überhaupt Geld bekommen würde. Und da ich da einfach nicht bin, ist mir das auch, ehrlich gesagt, ist das nicht so schlimm, wenn da nichts passiert. Also dementsprechend nur, dass sich jetzt keiner wundert, ah, da kam jetzt
am Mittwoch kein Video raus. Warum, wieso und so. Weil ich dann sowas hier selbst mache und dementsprechend da leider dann gerade keine Zeit habe. So, jetzt haben wir gerade gesehen, der Wassertrupp stellt den Brandschutz hier sicher mit einem Pulverlöscher und einem Schnellangriff, wo man dann wählen kann, Schaum oder Wasser. Angriffstrupp macht hier gerade, ja, klemmt die Batterie ab, nimmt dann, ja, streut das, die Betriebsstoffe vom Auto ab und nimmt diese dann auf. Gleichzeitig wurde auch schon die Straße bzw. die Fahrbahn gesichert. Normalerweise ist es ja so, zumindest bei einer Gruppe, dass man halt sagt, der Schlauchtrupp ist der sogenannte Service-Trupp. Das heißt, der bringt alle Sachen wie, ja, wie beispielsweise Werkzeuge, die man braucht, beispielsweise Schere, Spreizer, Halligentool, Glas, Management, also alles, was so dazugehört, organisiert er dann und bringt das in, stellt das ab, legt das auf diese Folie und so. Es gibt ja mehrere Sachen. Und das macht der Trupp dann. Beispielsweise der Angriffstrupp ist halt dann dafür da, die Gerätschaften, die Werkzeuge, ja, zu nutzen, die ihm gebracht wurden. Verlasse den Takt. Okay, ich warte wieder auf Anweisung. Bis der das da reingemacht hat, dann zugemacht hat. Also, jetzt müssen wir warten, bis die von hinten kommen. Auf jeden Fall, der übernimmt so gesehen, das ist die arbeitende Kraft. Er übernimmt die, der Angriffstrupp übernimmt die Menschenrettung, wenn Personen eingeklemmt sind. Oder wie hier, der streut ab und arbeitet so gesehen. Der Wassertrupp sichert eigentlich die Straßen. Hier war es jetzt der Angriffstrupp, der das gemacht hat. Bei der Staffel ist es generell immer ein bisschen anders. Auch bei der BF ist das Ganze mal ein bisschen anders geregelt. Glaube ich zumindest. Aber liegt halt daran, dass die halt einfach in einer ganz anderen Besatzung rausfahren. Siehe hier, Staffel. Sind ja so gesehen eigentlich ein Gruppenfahrzeug. Oder wir könnten hier locker mit einer Gruppe arbeiten an diesem Fahrzeug. Sind aber nur mit einem, einer Staffel ausgerückt. Plus dann halt die Feuerwehrleute, beziehungsweise, ja doch, Feuerwehrleute hinter uns im RTW. Weil bei einer BF sind ja mindestens alles Rettungsassistenten, wobei das ja ausstirbt und jetzt Notfallsanitäter werden. Dementsprechend sind eigentlich alle hier auch, soweit, dass man sagen könnte, man leistet zumindest Erste Hilfe. Aber, naja. So, wir werden es gleich sehen, die FPS werden wieder bitterlich einbrechen, dadurch, dass wir halt jetzt hier gleich wieder an der Wache sind. Wir sehen da hinten schon den Turm. Oh, der gehört sogar zur Wache. Mensch, Glück gehabt. Ich dachte schon, das wäre nicht von der Wache, sondern können wir hier gleich rüberziehen. Ach Mensch, dann sind wir ja sogar schon auf der Hauptstraße, hab mich schon gewundert. Zweispurig, ist irgendwie doch ein bisschen komisch. So, dann fahren wir vor. Blinken schon mal, dass wir ja gleich rein wollen. Dann bremsen wir ab und rum. Ja, ein bisschen dicht, aber passt. Blinker können wir wieder ausstellen. Ja, viele haben auch gefragt, warum fährt man denn nicht einfach hinten rum? Also sprich, wir können das ja einfach mal just for fun machen. Warum fahre ich jetzt nicht einfach hier so rum? Zack. So gesehen dann hier an diesem Pförtner vorbei. Stell mich dann hier hin und warum geht dann hier dieses Tor nicht auf? Hat einen ganz einfachen Grund. Mühlheim hat ein, zwei Fahrzeuge mehr. Also ich kann jetzt auch gerade nicht aussteigen, sonst wäre ich jetzt ausgestiegen, jetzt Rolltor hochgemacht und wäre durchgefahren. Mühlheim hat ein, zwei Fahrzeuge mehr und das sieht dann so aus, dass die ganzen Rolltore eigentlich voll sind. Und dass hinter diesem Löschzug auch noch Fahrzeuge stehen. Ob das nun ein... Ich sag mal, ob das nun ein zweiter Löschzug ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann sein. Aber da stehen halt, wie gesagt, auf jeden Fall Fahrzeuge. Oh, Frosch im Hals oder sowas. Auf jeden Fall wäre es dann halt so angenommen, dieser Löschzug hier ist jetzt raus, zum Beispiel Heimrauchmelder oder so wie jetzt. Dann würde so gesehen ein zweiter Löschzug automatisch ausrücken und ja. So, wir lesen uns das hier einfach mal durch. Wieder nur wir, also LF24 und der RTW, Rettungstransportwagen, sind in den Erlenweg gefahren,
wurden um 7.50 Uhr alarmiert zu einem Verkehrsunfall 1. Der gemeldete PKW war aus ungeklärter Ursache in Schleudern geraten. Die Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Vor Ort wurde die Unfallstelle abgesperrt und das Unfallfahrzeug gesichert. Die Straße musste bis zum Eintreffen der Polizei gesperrt bleiben. Ehrlich gesagt, wir haben die Straße ja dann wieder entsperrt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die Polizei war. Vermutlich weg. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich finde es ein bisschen schade, wenigstens die vom Rettungsdienst, ich weiß nicht, ob die ausgestiegen sind. Falls doch, korrigiert mich da bitte, aber ich habe sie nicht aussteigen gesehen. Es wäre cool, wenn sie dann wenigstens zu den Verletzten oder, ja, nicht Verletzten, aber hingegangen wären und dass es halt so aussieht, so nach dem Motto, hier ist alles okay und so, erstmal ein bisschen um die kümmern, damit man halt sieht, ist alles gut oder ist irgendwas, ne? Aber naja. So. Dann würde ich vorschlagen, beenden wir das Ganze erstmal hier an diesem Ort. Und gucken dann, was wir sonst noch machen können. Beziehungsweise, wir gucken einfach, ob wir dann gleich noch etwas vorproduzieren oder ob ich das erst am Wochenende mache.